Guten Tag, mein Name ist Alfonso Dionisio und bei mir sitzt unser Experte für internationale SAP-Rollouts, Klaus Jager. Hallo Klaus, grüß dich. Hallo Alfonso. Klaus, internationale SAP-Rollouts. Da gibt es sehr viele klassische Themen. Mit welchen essentiellen Fragestellungen setzen wir uns gemeinsam mit den Kunden in solchen Projekten auseinander? Ja, die grundlegende Fragestellung ist, was soll das System können? Was ist die Zielrichtung? Und da hast du in der Regel zwei divergierende. Du hast einmal die Zentrale, die natürlich bestimmte Vorstellungen hat, wie das werden soll, was das bringen soll. Und du hast auf der anderen Seite den lokalen Partner, der dann sagt, Moment, meine gesetzlichen Vorschriften, Handelsrecht, Steuerrecht. Und beides unter einen Hut zu kriegen, ist manchmal ziemlich spannend. Lokales Handelsrecht und Steuerrecht. Ich denke mal, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Welchen Mehrwert hat der Kunde mit Rödel und Partner in solch einem internationalen SAP-Projekt? Ja gut, der Vorteil, den wir als Rödel und Partner natürlich haben, ist, dass wir selber in sehr vielen Ländern präsent sind. Das heißt, wir können vor Ort bei unseren Kollegen abfragen, wie sind denn tatsächlich die Rahmenbedingungen in der einen oder in der anderen Richtung, worauf müssen wir aufpassen. Und was natürlich auch dazu kommt, wir arbeiten ja mit Menschen, was sind eigentlich die Do's und Don'ts, die wir berücksichtigen müssen, um kulturell nicht unangenehm aufzufallen? Mhm. Damit die Leute noch ein gewisses Maß an Vertrauen zu uns entwickeln. Wenn ich da mal zusammenfasse, ein internationaler Kunde, internationales Rollout, internationales Projekt mit sehr vielen Menschen, internationales Team, so viel Internationalität. Wenn Sie ein internationales Projekt auf der Agenda haben oder Fragen dazu haben, bitte kommen Sie auf den Klaus Jager oder auf mich, Alfonso Dionisio, zu. Wir würden uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme freuen. Klaus, vielen Dank. Immer gerne.